Ich habe davon gespielt, City Lüttner von Sabina Rockmann. Dann mit dabei der Sumpf und natürlich dürfen hier da nicht fehlen die Haflinger. Füchse mit Hell- und Langhaar, ursprünglich aus Tirol kommen. Dort überall auf der Welt präsent und zu sehen. Und hier zwei Hengste, einer unter dem Sattel, einer eingespannt unter dem Sattel, der Leistungshengst Amicello, Spenner der Bundesprämie und den Hinterhengst Stüfer. Beide Hengste aus dem Besitz von Kurt Amtes. Kurt Amtes, traditionsreiche Hengststation in Mannheim-Käfertal, schon seit vielen Jahrzehnten und erfolgreich in der Zucht wirken. Kurt Amtes aus Mannheim-Käfertal. Immer moderne, tolle Haflinger. Die Haflinger mit dabei auf der Seite Achilles, die ein Haflinger Hengst geführt für den Zuchteinsatz, der unter dem Sattel bei der Besitzerin Eva Rahn, die unerfolgreich mit Haflinger Hengsten im Turniersport unterwegs ist und sowohl in Dressur als auch in Springen Spitzenplätze im deutschen Ranking einnimmt. Und der zweite Einspänner, der nun reingefallen, Einspänner, vorgestellt von Stefan Löfel. Haflinger ganz vielseitig aus Tirol ursprünglich kommen, haben sie in den letzten 40 Jahren ihren Siegeszug rund um die Welt. Nicht vergessen wollen wir natürlich auch die Haflinger Schute an der Hand. Im Besitz von Katharina Eisenloher, diese programmierte Haflinger-Stute mit Namen Annalena, Bullerfahren. Im Bereich Zucht alle haben sie sich mit viel Liebe der Zucht, der Ausbildung dieser Pferde verschrieben. Deutlich erkennbar noch das Erbe der Urahnen unserer Pferde, der Wildpferde, der Streifen auf dem Rücken, der sogenannten Querstreifen an den Beinen, die Wildstreifen, die den Fjordpferden. Noch ein Wonderboy im Besitz von Eva Rath, auch er gehört dazu, Hengst, erfolgreich im Sport. Auch hier nun Achilles, Sieger seiner Hengstleistungsprüfung, mittlerweile schon erfolgreich im Turniersport und auch eher Zugeinsatz genauso wie das. Und